Ja, ein neues Video von mir. Und zwar habe ich meine Haare schneiden lassen. Schrecklich sieht das aus. Was sagt ihr? Ja, ich brauchte mal einen neuen Schnitt, weil meine Haare so kaputt waren. Auf jeden Fall geht es heute, wie ihr schon unten lesen konntet, um Statement bzw. Kragenketten. Ich freue mich schon auf das Video, weil es ist so eine Sache, die ich liebe. Und ja, ich habe insgesamt 6 Ketten zur Auswahl. Ich zeige euch die Ketten, die ich habe, wie es mit einem Pulli aussieht. Also so ganz normal mit einem Pulli. Und dann nochmal mit einem Hemd. So, das ist die erste Kette, mit der wir anfangen. Die sieht so aus. Ich komme gleich nochmal näher ran, dann könnt ihr es besser sehen. Das sind halt 2 Flügel, wie man sehen kann, in Gold. Und es ist halt recht dezent, was ich sehr schön finde. Es gibt auch so Tage, da will man recht dezent und unauffällig sein und andere Tage, wo man so ein bisschen dramatic aussehen will. Und ich mag diese Kette. So sieht er nochmal im Nahen aus. Also ist auch sehr detailliert. Man kann auch sozusagen die Rückseite nehmen. Das ist halt matt. Und nicht so detailliert wie hier. Aber ich mag das trotzdem. Also am Pulli finde ich das ganz schön. Ich zeige euch jetzt noch die Variante an einem Hemd. So, und mit den Engelsflügeln sieht das dann so aus. Ich finde, das ist auch recht elegant. Und ja, ich habe einfach nur ein blaues Hemd gewählt. Nur das Problem ist, dass es so ein bisschen ganz leicht untergeht, weil der Kragen, das ist irgendwie, das stört so ein bisschen. Ja, man könnte das theoretisch hier so reinstecken, aber ja, so geht's auch eigentlich. Ich finde es auch schön. Das Problem ist einfach nur, dass die Kragen hier, die Enden, dass sie noch näher zusammenrücken und das einfach noch mehr zusammenquetschen würden. Nur, ihr müsst wissen, mit Hemden, also Hemden mit. Ihr müsst wissen, dass Hemden mit Kragen das so ein bisschen untergehen lassen. Deswegen finde ich es immer schöner, wenn man Pullover dazu anzieht. So kommen wir dann zur zweiten Variante. Die sieht so aus. Das ist halt Blech, keine Ahnung, was für ein Material das ist. Stahl, Stahl? Nee, keine Ahnung. Es ist halt hart, ne? Und es ist wirklich so ein Kragen und besteht halt nur aus 2 Teilen. Und die Kette halt. Und das sieht man jetzt nicht so gut, aber gleich zoome ich auch nochmal rein. So sieht es dann vom Nahen aus. Also könnt ihr sehen, wie es aussieht. Es hat halt Löcher, so. Und wie gesagt, 2 Teile finde ich sehr schön. So, und das kommt dann mit einem Hemd raus. Also ich muss wirklich sagen, ich zoome euch ein bisschen rein, dass es mir mit dem Pulli viel besser gefallen hat, weil das ist ja sozusagen nur ein Kragen. So. Und das sieht dann komisch aus, wenn man dann auf einmal 2 Kragen hat. Und ich bleibe lieber bei der Variante mit dem Pulli. So kommen wir jetzt zur dritten Variante, die ich persönlich mit dem Pulli nicht anziehen würde. Beziehungsweise, das ist einfach, der Halbkreis ist einfach zu, ja, zu klein. Sag ich mal, das müsste eigentlich noch mehr offen sein. So. Aber ich finde an sich diese Kette ganz schön, weil die halt, ja, die ist halt ganz schlicht. Ja, so sieht das aus dann. So sieht das dann aus. Es ist schlicht, es ist einfach, man kann eigentlich nichts damit falsch machen. Und ihr wisst jetzt, warum ich meine, jetzt mit einem Hemd sieht das besser aus, weil man die Enden hier einfach, weil man die kurzen Enden hier verstecken kann. Und ich weiß nicht, es sieht einfach, es sieht nur traumhaft aus. Und ich finde, das macht schon viel aus. Und es wertet ein Hemd einfach so ein bisschen noch auf. Und
Ich mag das, I like it. Oh, das ist jetzt die nächste Variante. Das wird langsam vakant. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Das sind halt mehrere Schichten, die ich euch gleich nochmal vom Nahen zeigen werde. Und die ist cool, weil die ist halt so beweglich und die passt sich auch so ein bisschen an. Das finde ich halt gut im Gegensatz zu der davor. Das ist einfach nur so ein hartes Ding. So sieht dann die Kette aus, wenn ich das jetzt in. So sieht dann die Kette mit dem Hemd aus. Es ist so ein Eyecatcher. Das Problem hierbei ist immer, dass der Kragen eigentlich viel verdeckt. Theoretisch könnt ihr das auch reinmachen. Könnt ihr das so machen? Aber das sieht so ein bisschen. Ich würde gerade von einer goldenen Schlange erwürgt. Deswegen würde ich es immer so tragen. Und ich finde, das sieht auch schön aus. Ich weiß nicht, ich könnte jeden Tag mit diesen Ketten rumlaufen. Ja, so. Also, es sieht halt besser aus als. Also, ich finde, das sieht besser aus als eine Krawatte. Und es sieht auch besser aus, als ob man nur das Hemd anhat und ohne irgendwas dran. Und ich finde das, ich weiß nicht, ich finde es einfach nur, es sieht schick aus. Es ist mal was anderes. So, die nächste Variante. Es wird langsam. Oh. Das ist halt eine Kette, die besteht aus 1, 2, 3. Nee. In 2, 3, 4, 5 Gliedern. Ich kann nicht mal zählen. Das sieht jetzt echt komisch aus, ne? Das wackelt komisch, das Bild. Aber das ist halt so gold-schwarz-mäßig. Eher so ein schmutziges Gold. Und hier an den Seiten ist nochmal so ein dickes Band. Das finde ich auch sehr schön. So sieht dann die Kette aus. Also könnt, das muss er schon erkennen. Es sieht einen auf, ja, wie so eine Netzkette aus. Und ja, also ich weiß nicht, die Variante mit dem Pullover geht gerade noch so, finde ich. Mit dem Hemd sieht es natürlich viel anders aus, aber das seht ihr jetzt. Ich habe mal das Hemd jetzt ganz hoch zugeknöpft, weil. Das sieht einfach komisch aus, wenn ich das Hemd dann das letzte Knopf, also den letzten Knopf oben auf habe. Und es sieht halt ein bisschen milchbubihaft aus, so ein bisschen so, ja, so ein bisschen. Hallo, ich bin der Norb. Na, das auch nicht. Das sieht einfach nur so, ich weiß nicht, das sieht geil aus, einfach nur. Und diese Kombi gefällt mir auch ganz gut. Das ist jetzt auch wieder das Problem. Man sieht eigentlich nur das Mittelteil. Und wenn man die ganze Kette sehen sollte, dann muss man wirklich das mit einem Pulli tragen oder halt so. Aber das sieht auch kacke aus. Sieht so aus, so. Ich darf mich nicht bewegen. Ja, aber, also wie gesagt, diese Variante finde ich sehr, sehr schön. So sieht dann die nächste Kette aus. Es ist ein Zwischending. Ich würde es kaum tragen, aber irgendwie will ich es auch tragen, weil ich finde, das sieht einfach nur so schön aus. Ich zeige es euch gleich mal von nahen. Von Weitem sieht das einfach so hübsch aus. Wenn man jetzt hier, wenn man ein bisschen höheren Pulli hätte, was das hier so verdecken würde, die Kette hinten, dann wird es eigentlich ganz gut aussehen. Also so, genau so. Ich finde, das sieht total gut aus. Und ich liebe diese Kette und weiß nicht, das ist einfach nur Bam in your face. So sieht die Kette im Nahen aus. Also das sind halt so Ornamente, es glitzert jetzt ein bisschen, aber das ist nur, weil es halt glänzend, also das ist halt ohne Glitzer, das ist halt nur glänzend, also es glänzt halt.
Und ich finde diese Kette einfach nur schön. So. Es besteht auch aus 5 Teilen. Und ich zeige euch jetzt die Variante mit dem Hemd. So sieht dann die Kette aus. Ich habe jetzt das drüber drapiert, den Kragen. Weil das halt ein bisschen schlichter ist. Und theoretisch, man muss es nicht bis oben hin zumachen. Natürlich, das Hemd passt nicht hundertprozentig zu, weil es ja schwarz und dunkelblau. Ach. Aber ich finde, es sieht auch schön aus. Also es ist mal, wenn ihr das Bäm haben wollt, dann würde ich ein weißes Hemd nehmen und das in schwarz oder ein rotes Hemd. Und dann das hier. Ja, könnt ihr halt frei überlegen. Aber ich finde, das sieht auch noch gut aus. So, ich habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nicht wundern, dass ich ganz anders aussehe. Ich habe das Video vor 2 Tagen gedreht und mir hat das Ende nicht gefallen, was ich an den Tag gedreht habe. Und statt das 1000 Mal zu schneiden, dachte ich mir, drehst du das nochmal neu? Und ich habe eine neue Kette. Ja, die musste ich auch irgendwie zeigen. Die sieht so aus. Ich komme mal näher ran, dass ihr das auch so sehen könnt. So sieht dann die Kette aus. Das ist ein Adler. Finde ich sehr, sehr schön. Ich habe es ausprobiert, also mit einem Hemd würde ich das jetzt nicht tragen, weil das kommt dann ungefähr so raus. Und das sieht irgendwie aus wie so ein halbtoter Vogel. Deswegen, ich habe es jetzt so Kombination mit Tanktop und Cardigan angezogen. Tanktop ist einfach nur grau. So. Ist von H&M, Basic. Und der Cardigan ist so ein. Jetzt in der Kamera kommt ein bisschen lilastichig vor. Der ist es so ein Ultramarinblau, also so Marinblau. Die Knöpfe sehen so aus. Ist von Zara, kostet 30 Euro. Und die Kette halt, die ist von, nicht lachen, Pimki. Oder heißt es, ja, dieser Tussi-Laden. Ja, meine beste Freundin war drin und ich musste natürlich auch mit rein. Und dachte ich, ja, habe ich mir diese Kette gesehen? Dachte, oh mein Gott, die musst du mitnehmen. Ja, also ich finde es so schön. Mit Pullover habe ich es auch probiert. Mit Pullover sieht es auch gut aus. Also mit dem roten Pullover. Ja, ich finde sie ganz schön. Ich mag sie. I love it. Ja. So. Theoretisch, wenn man dann den Cardigan zu hat, so finde ich das auch ganz schön. So, dass er halt in den Vordergrund kommt, so. Hat irgendwie was von so Kleopatra D-Mark. Kleopatra in D-Mark-Zeiten. Yay. Gut. Das war's. Ja, 12,99 habe ich gesagt, oder? Das ist, glaube ich, auch jetzt die teuerste Kette. Ich habe mir jetzt nicht die Preise so stark gemerkt, wie viel die anderen kosten, aber ich glaube, das ist jetzt die teuerste. Ja. Oder? Oder die schwarze von Brigitte Brigitte. Nee, ich glaube, das ist die teuerste. Ich weiß es nicht mehr. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe mir echt viel Mühe gegeben. Meine Finger haben wehgetan von hier Verschluss auf zu. Und ich habe das ja mal doppelt gemacht, ne? Und ja, bestimmt um die 20, 30 Mal. Und hier, Hemd auf und zu geknöpft. Und, aber das hat mir trotzdem Spaß gemacht. So eine Art von Video, das macht mir echt Spaß. Und dieses Schneiden, da kriegt man auch so ein bisschen Händchen für. Und daher, ja, da beschäftigt man sich selbst ein bisschen mehr mit diesem Thema. YouTube und
Videos bearbeiten und alles, weil das ist das Einfachste, wenn man einfach ein Video dreht, bla 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 bla, und hochlädt, ohne zu schneiden oder sonst was zu bearbeiten. Und irgendwann will ich das auch mal so machen, dass ich die Videos noch besser bearbeiten könnte. Spezialeffekte zum Beispiel, ne? Also, keine Ahnung. Ich will einmal ein Video drehen, wo man mich zweimal sieht und ich rede mit mir selber. Das wäre auch bestimmt lustig. Naja. Gut, ja, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert mich. Ich bin nicht abonniergeil, aber wie gesagt, ich habe mir echt viel Mühe gegeben. Und sagt mir, wie ihr Statement-Ketten findet. Mögt ihr die eher nicht? Ist das für euch eher zu aufdringlich? Also, ich kenne welche, die sagen, geht gar nicht, das ist zu bäm. Aber ich finde schön, das ist mal was anderes, wenn man sie sich ganz dezent anzieht und recht dezent aussieht und dann so eine Bam-Kette macht, das ist. Ich finde es geil, einfach nur geil. Ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.